Bei ihrem nächsten Einsatz müssen Tom Meyer und Muri Demir eine junge Frau aus den Händen eines brutalen Entführers retten. Hallo, ich bin 28 von Arnold. Gerade wollte ich es aufräumen. Ja, komm. Gentner Straße 110, Gaststätte Cheers. Anruferin ist Frau Möller, die meldet bewusstlose Person auf der Straße Erzgebreuth. Meldet den Ort. Ja, verstanden, wir übernehmen. Warum die junge Frau bewusstlos ist, steht noch nicht fest. Gleich soll sich herausstellen, dass nicht nur die junge Dame verletzt wurde, sondern dass eine weitere Frau entführt wurde. Als die Beamten eintreffen, leisten die Rettungskräfte bereits erste Hilfe. Abend. Genau. Kommen Sie mal zu mir. Hallo. Sie haben uns ganz gerufen? Ganz ruhig. Ja, die Dame hat Sie gerufen. Ich bin drüben aus der Wirtschaft. Ja. Und die haben bei mir gefeiert. Ich glaube, der 18. Geburtstag. Sehen Sie mal bitte den Kollegen, was passiert ist. Okay, wir gehen zur Seite, wir lassen die Kräfte hier arbeiten. Sie sind der Wirt, richtig? Ich bin der Wirt, wir gehen da drüben die Kneipe. Die haben da den Geburtstag gefeiert? Die haben den Geburtstag reingefeiert. Und dann? Ja, dann war auf einmal die mit den schwarzen Haaren auf Toilette, kommt wieder raus, hat mich gefragt, ob ich weiß, wo ihre Freundinnen sind. Ja. Sie sagt nein, ist rausgegangen, dann liegt sie hier und dann hat sie die Polizei gerufen. Okay, alles klar. Und, sie sagte, sie waren das, haben die alleine gefeiert den Geburtstag oder nee, war das noch waren drei Personen. Drei Mädchen und das dritte Mädchen, ich weiß nicht, wo das ist. Sobald wir an einem Ereignisort gerufen werden und auch dort ankommen, das medizinische Personal sich schon vor Ort befindet, gehen wir natürlich jetzt nicht an die verletzte Person heran, sondern gucken natürlich, dass wir Zeugen auffinden. Was auch ganz wichtig ist, natürlich die Umgebung für uns dann halt sicher machen, sodass halt kein Dritter halt die komplette Maßnahme als solches stört. Wir waren feiern, Geburtstag am Feiern und auf einmal habe ich meine Freundin nicht mehr gefunden. Und ist Ihre Tasche? Nein, die ist von ihr, aber wo ist Aline? Wer ist Aline? Wir waren zu dritt und jetzt ist nur noch sie da. Wo waren Sie denn gewesen? Da, in der Kneipe. Einmal hier reingucken. Ihr Kopf tut weh. Sind Sie auf den Kopf gefallen? Ja. Los, Tom, da musst du helfen. Ich guck mal kurz in die Tasche rein, ob wir einen Ausweis eventuell finden oder wenn Sie mir auch vielleicht behilflich sein können. Die junge Frau ist mittlerweile wieder bei Bewusstsein. Polizeioberkommissar Tom Meyer nutzt sofort die Gelegenheit, um mehr Informationen zu bekommen. Was er von der Verletzten erfährt, klingt allerdings extrem besorgniserregend. So, Sie haben zu dritt gefeiert? Ja, genau. Was ist passiert? Erzählen Sie mal. Ja, also das war so, ich bin halt auf Klo mit Aline, weil sie voll besoffen war. Besoffen. Und um ihr Wasser so ins Gesicht zu spritzen. Ja. Und ich musste auch noch kurz auf Toilette und dann bin ich halt wieder raus und sie war dann halt weg. Und dann bin ich halt nach draußen, um sie zu suchen, weil in der Kneipe war sie, da war halt nur leer. Und ich bin halt nach draußen, war halt so ein Typ an so einem Auto halt und ich dachte so, ja, was will der von der? Weil sie saß halt im Auto und total weg und ich habe halt gesagt so, ja, sorry, was wollen Sie von der? Haben Sie einen Schlag oder? Ja, der hat mich geschubst einfach und ich bin wahrscheinlich irgendwie aufgeknallt, weil ich wollte ihn halt festhalten und dann hat er mich halt 113, geschubst und dann war ich halt weg. Dieser Freak hat uns die ganze Zeit schon beobachtet in der Kneipe. Ja, hier die Hand raus, und ein bisschen pumpen. Ja. Das heißt, der Mann war mit Ihnen in der Kneipe schon bereits drin. Ja. Haben Sie den Mann gekannt? Nee, keine Ahnung. Aber vielleicht ist er auf dem Video drauf. Wir haben noch so Videos gemacht und so. Wo ist Ihr Handy? Das ist in so einer Tasche. Ist das die schwarze Tasche? Ist das die schwarze, genau? Eine Kette? Ja, genau. Okay, ich hab den immer Vielleicht ist er da irgendwie drauf und so, weil er hat uns die ganze Zeit aus dem Hintergrund beobachtet. Also wir werden ja natürlich häufig zu Einsätzen gerufen, wo halt Alkohol mit im Spiel sind, ob es jetzt am Wochenende ist, in der Woche ist, wo Jugendliche, Heranwachsende natürlich ein bisschen über den Durst trinken und vielleicht irgendwo liegen bleiben, weil es halt ein bisschen zu viel war. Es ist aber nicht unbedingt immer Alkohol, sag ich mal, was entscheidend ist. Heutzutage hat man auch die Möglichkeiten mit sämtlichen, ich sag mal, Mittelchen, ob es jetzt K.O.-Tropfen sind oder irgendwelche Schlafmittel oder, ja, die halt mit in die Getränke mit einzumischen, um eventuell als, ich sag mal, als Täter, ja, vielleicht an sein Ziel heranzukommen. Da im Hintergrund, der. Da steht so einer. Und guckt. Ja, ich sehe schon. Das ist der. Ja? Wir gucken mal. Das ist alles ein bisschen eng oder kommen Sie mal kurz zu? Das haben die auch Fotos vielleicht geschossen? Ja, das sind auch Fotos. Ja. Die sind da eigentlich auch noch direkt drauf. Okay. Kennen Sie mich im iPhone aus?
Ich weiß nur noch, dass das Auto schwarz war. Aber ich habe keine Ahnung. Gucken Sie mal ruhig mal mit drauf. Sie sagten, Sie kennen ihn eventuell, ja? Sättigung ist gut. Warum hat er hier hinten an der Theke stehen? Hat er auch falsche Blutung gemacht? Ja, das ist Erik. Erik. Ja, aber ich habe keine, ich weiß nur, dass er Erik heißt. Erik? Erik, ja. Er kam sehr unregelmäßig, oder kommt sehr unregelmäßig und trinkt immer nur Apfelsaft, nie Alkohol. Erik. Sie müssen Aline finden. Okay, er hat mit dem was vorbestimmt. Jungs, ihr wollt wahrscheinlich fahren, ne? Ja, genau. Okay. Dann wir gehen raus. Wir nehmen das Handy schon mal mit, ja? Ja, okay. Hier sind noch weitere Bilder, ne? Ah, ich habe die Kennzeichen. Genau. Guck mal, Köln, FB. Ja. 1884. Schreib mal. 1884. Ich mache kurz eine Halteabfrage. Ja. Okay, alles Gute nochmal, ne? Ja, halt, wir melden uns bei Ihnen, auf jeden Fall. Dank des Fotos und des damit sichtbaren Kennzeichens können die Beamten innerhalb weniger Sekunden die Identität des mutmaßlichen Entführers ermitteln. Höffe, Erik. Ja, Erik. Helmut Friedrich Emil von 1161 Sinziger Straße 61. Ja, das stimmt auch überein mit den Informationen, die wir hier vom Wirt bekommen haben. Danke. Gibt's noch einmal durch, was sie anhat, eventuell, ob sie... Ja, ich habe vorhin die Info-Abfrage auch. Der ist info-negativ. Ja, super. Haben wir momentan ein freies Einsatzmittel, das da hinfahren kann? Wir haben einen Verdacht an Entführung. Oder sollen wir das selber vor Ort übernehmen? Wir werden soweit frei. Ja, wenn ihr frei seid, dann übernehmt das selber. Falls ihr noch weitere Einsatzmittel braucht, meldet euch neu, dann könnte ich euch eventuell direkt auch noch einfach beischicken. Moment, habe ich nichts frei. Die Beamten machen sich sofort auf den Weg. Jetzt gilt es, eine schlimmere Straftat zu verhindern. Die junge Frau ist schon mindestens 20 Minuten in der Hand des Entführers. Muri Demir und Tom Meyer befürchten das Schlimmste. Wir sind in der besagten Adresse. Hörst du es, Muri? Dort angekommen, haben wir natürlich erstmal die klassische Variante versucht, unten geklingelt, ob eventuell sich irgendwie bemerkbar macht. Aber relativ zügig haben wir dann natürlich auch im Treppenhaus mitbekommen oder zumindest zu hören bekommen, dass es sehr laut wurde, dass da auch Hilfeschreie waren. Und aufgrund dessen mussten wir natürlich einen Gang zulegen. Hier ist die Polizei, machen Sie die Tür auf! Okay. Eins, zwei, drei. Okay. Auf den Boden! Die Hand auf dem Rücken! Ich habe gesagt, die Hand auf dem Rücken! Als wir die Wohnung betreten haben, hat sich das erste Bild bei mir im Gedächtnis einfach eingebrannt. Ja, also das ist wie aus einem schlechten Thriller. Also junge Dame auf dem Bett gefesselt, ein älterer Herr, der sie mit Kamera aufnimmt. Da mussten wir natürlich sofort handeln und als er flüchten wollte, hat er natürlich Pech gehabt und dann haben wir ihn gefesselt. Ihnen geht's soweit gut? Ich glaube, man selber schuld. Fehlt Ihnen irgendwas? Nein, sind Sie alleine hier? Wir sind rechtzeitig gekommen. Er wollte mich gerade anfassen. Okay, ziehen Sie sich was über, ja? Geh weiter, du! Du sollst runtergehen! Verlassen Sie den Raum. Weißt du noch, ob noch andere Personen hier sind? Nee, ich weiß es nicht. Geh mal ruhig an mir vorbei. Ja, ich habe die junge Dame natürlich sofort gefragt, wie es ihr geht. Sie sagte, ihr ist nichts passiert, aber das ist auch, das wird auch oft unterschätzt quasi von solchen Opfern, denn im Endeffekt stand die Frau ja unter Schock. Man muss sich auch in die Situation dieses Opfers auch hineinverdenken. Ne? Wenn wir nicht gekommen wären, kann man sich nicht ausmalen, was mit der Frau passiert wäre. Immer hier gehen, die Beine lang machen. So. Was ist das Problem jetzt? Gibt kein Problem. Hallo, für 1428. Wollt nur ein bisschen Spaß haben. Sie wollt es auch. Sie wollt es auch? Bestimmt. Sah jetzt gerade nicht unbedingt danach aus. Sie wurde die ganze Zeit vermisst. Ach! Nö. Gut. Ich glaube, jetzt sagen wir mal eins. Wir brauchen jetzt, glaube ich, über den ganzen Sachverhalt gar nicht großartig drüber zu diskutieren. Für Sie eine kurze Lageinfo. Ja? Du brauchst auch nichts mehr zum Sachverhalt sagen. Vermisste Daten haben wir aufgefunden. Alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Wir haben Und wenn wir auf der Wache sind. Sexualdeliktes. Kannst du dir von mir aus einen Anwalt oder sonst irgendjemanden zuholen? Verletzte Person, das ist die entführte Dame. Deswegen brauchen wir einen Arzt vor Ort und zweitens ein weiteres Einsatzmittel. Wir ermitteln erstmal vor Ort. Das ist die Freundin, oder? Sie sind hochgekommen.
weiteres Einsatzmittel. Herzlich willkommen, Schleuner nach Holz. Warum bist du nackt? Ja, verstanden. Wo sind Ihre Sachen? Ich weiß nicht, er hat mir sie vom Leib gerissen. Die müssen irgendwo da liegen. Gehen Sie in das Wohnzimmer, ja, da ist etwas wärmer. Auf der Suche nach der Kleidung der jungen Frau macht Herr Meier eine schockierende Entdeckung. Offensichtlich ist sie nicht das erste Opfer des psychisch gestörten Mannes. Sie wollte mitfahren, dieser stimmt mir Sachen nicht. Also den Eindruck machte sie jetzt auf mich nicht. Was? Nicht das heißt, wie bitte? Und den Eindruck machte sie auf mich nicht. Ach, das ist alles nur gespielt, die wollte es doch auch. Okay, warte mal, ich frag sie. Ja. Dieses Dreckstück. Ja. Jetzt nicht beleidigt werden. Und jetzt so. So. Ich muss Sie jetzt noch mal stören, ja. Wie ist das Ganze abgelaufen? Können Sie mir das erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Wir waren feiern, meinem 18. Geburtstag. Und ich hab einfach total den Filmus. Ich weiß, dass es mir irgendwie nicht gut ging. Sie ist mit mir auf Toilette gegangen und es war alles auf einmal alles weg. Und dann hat er mich in sein Auto gepackt. Er wollte mich nach Hause fahren. Und seitdem ist alles weg und dann bin ich hier wach geworden, festgekettet. Das war so eklig. Augenblick. Komm. Ja, die 14:30 am Einsatzort. Bringt ihr den Herrn runter? Ja, machen wir. Haben Sie was getrunken vielleicht? Ja, schon. Aber nicht so viel, dass ich so weg sein würde. Okay, alles klar. Ihnen ist soweit erstmal nichts passiert? Nein, Sie sind rechtzeitig gekommen. Okay, alles klar. Dann warten Sie kurz her, ja? Tom Meier vermutet, dass der Mann K.O.-Tropfen eingesetzt hat, um die junge Frau in seine Gewalt zu bekommen. Den Beweis finden die Beamten nur kurze Zeit später. Der Täter ist uneinsichtig. Mudi, hast du die ganzen DVDs hier gesehen? Ja, die habe ich schon gesehen. Die sind ja auch schon namentlich, glaube ich, gekennzeichnet vom Datum her. Die bleiben hier, das sind meine! Also dann übergeben wir die an die Kollegen und dann tun wir das alles so sicherstellen. Scheiße ist. Ich kann nur ein paar Kollegen davon. Ganz ruhig. So, klare Ansage an Sie. Ja, wir nehmen Sie jetzt mit runter. Entweder Sie machen mit oder wir liegen beide auf Ihnen, ne, im besten Falle. Das wollen wir nicht. Wir wollen Sie auch nicht verletzen. Wir wollen Ihnen nicht wehtun. Mann, leck mich okay? Am Arsch. Nicht, solange glaub, Schokolade so billig ist. So. Richtig. Also. Bei drei geht's los, ne? Eins, zwei, drei. Und los! Mudi, hast du schon durchsucht? Wollen wir das nicht schon machen? Ne, dann machen wir eben schnell noch. Eben kurz hier an der Wand. Alles klar. Ja. Was soll denn das jetzt? Genau. Hast du ihn? Jo, hab ich. Irgendwelche spitzen Gegenstände in der Tasche? Ja, aber das war nicht fertig, der spitze Gegenstand. Nicht? Ein Stück mal nach hinten kommen. Lass das! Ruhig. Was haben wir hier in der Tasche? Augentropfen. Augentropfen. Augentropfen? Ja. Ach, Schlafmittel, K.O.-Tropfen? Ja, K.O.-Tropfen, genau. Okay, ich pack das mal erstmal in die Tasche rein. Das schmieren Sie sich in die Augen? Das ist ja komisch. Ja, damit die Augen. Scheiß weg an, du kannst das woanders hinschmieren. So. Ja, der wird ja müde von, ne? Gegen den Herrn liegen hier mehrere Straftatbestände vor. Unter anderem mehrere Sexualdelikte, das heißt die versuchte Vergewaltigung hier im die im Raum steht, eine Körperverletzung, denn er hat ja auch die Dame zu Boden gestoßen. Wir müssen auch herausfinden, wo er sich die K.O.-Tropfen besorgt hat, ja? Wie er dann dem Opfer die K.O.-Tropfen gegeben hat oder verpasst hat. Da müssen wir natürlich erstmal recherchieren und ermitteln, aber da kommt einiges auf ihn zu.